So, hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Tutorial auf Gamers Club. Soweit ich mich erinnern kann, auf jeden Fall zu einem Tutorial zu Minecraft. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie ihr eure Grafik in Minecraft etwas aufpolieren könnt, damit ihr, wie es auf dem Desktop-Hintergrund schon zu sehen ist, so das Wasser etwas schöner bekommt und Schatten hinzugefügt bekommt und so weiter. So, ihr braucht dafür mehrere Dateien und ich werde euch jetzt einfach mal zeigen, was alles benötigt wird. Also, zunächst benötigt ihr 7-Zip. 7-Zip ist ein gutes Empacker-Programm, finde ich persönlich. Ist komplett kostenlos, also ist nicht irgendwie nach 30 Tagen müsst ihr irgendwie kaufen oder sonst was. Ihr könnt es komplett kostenlos, unverbindlich runterladen. Und 7-Zip hat durchaus noch den Vorteil, dass ihr verschiedene Formate, also dass es verschiedene Formate unterstützt, wie zum Beispiel 7Z, ZIP, RAR und viel mehr und viel mehr. Wenn ihr diese Formate auch habt, ist natürlich noch ein Vorteil. Dann gibt's 7-Zip in einer 32-Bit und in einer 64-Bit Version. Dann braucht ihr noch, ganz wichtig für mein Tutorial selber, ist der MC-Patcher. Der MC-Patcher ist vor allem ziemlich gut für Optifine, also ich patche damit immer mein Optifine rein. Das erkläre ich euch nachher. Und dann braucht ihr auf jeden Fall, wie ich schon sage, also ich habe ja Optifine genannt. Ihr braucht Optifine und zwar nehmt ihr am besten die HDR7 Ultra von Minecraft 1.4.2. Denn ich habe eine andere Version ausprobiert, ich glaube das war die B4. Da gab es eine B4? B5? Ich weiß es nicht mehr. Und diese hatte dann Grafikfehler hervorgerufen, dass mein Wasser eine lila Masse war und es gar keine Schatten gab. Deswegen bitte die Optifine HDR7 Ultra vor Minecraft 1.4.2 nutzen. Ist ziemlich, also kann ich nur empfehlen und bitte verwenden, damit wirklich keine Grafikfehler auftreten. So, dann gibt es noch die Shaders 216 MC 1.4.2 Mod 2 ZIP. Das ist die Mod, also wo ihr den Shader grundsätzlich mal installiert. Dann gibt es den Zeus V10 R2 and RC2 and RC3. Das ist der Sonic Aethers Unwavable. Weiß ich jetzt gar nicht. Das ist auf jeden Fall der Shader Mod, der das alles noch ein bisschen schöner hervorhebt. Und der das gleichzeitig auch in die Version 1.4.2 überträgt. Dann solltet ihr noch das, also ja gut, ich nehme es für das Tutorial, ihr solltet es natürlich dann auch nehmen, das Add-on for Zeus V10 RC5. Bei dem Add-on, das war glaube ich sogar, dass dieses Wasser schöner aussah, aber das spielt ja in dem Zusammenhang keine Rolle. In dem Tutorial installieren wir eh alle und ja. Gut, dann möchte ich jetzt mal zeigen, wie wir... Also möchte ich jetzt einfach mal loslegen. Und zwar, wenn ihr alle Dateien gedownloadet habt, geht ihr in euer Verzeichnis, wo ihr die Dateien gedownloadet habt. Und ihr wählt erst einmal den MC-Patcher aus mit einem Doppelklick. Ausführen. So, hoffentlich taucht er jetzt. Genau. Und dann analysiert er das erste Mal eure Minecraft 1.4.2-Jar. Und ja, Optifine wird nicht automatisch drin sein. Das werdet ihr so nicht drin haben. Aber das ist kein Problem. Da geht ihr einfach auf Mods, Add. Dann geht ihr in das Verzeichnis, wo euer Optifine drin ist. Das ist bei mir hier MCDL. Dann wählt ihr die ZIP aus. Ganz wichtig, die ZIP, weil ein Ordner nimmt der nicht an. Dann öffnen. Und dann wird hier angezeigt Add an External Mod oder wie auch immer. Und ihr müsst einfach nur auf OK klicken, um das Ganze zu bestätigen. Ich mache das jetzt nicht, weil ich habe ja Optifine schon drin. So, dann haben wir Optifine drin. Wichtig ist, dass nur bei Optifine der Haken ist, nirgends anders, weil sonst
Optifine beinhaltet bereits Better Grass, Random Mods und so weiter. Und wenn ihr das mit reinpatcht, dann startet euer Minecraft zwar. So, Login könnt ihr noch klicken. Und dann gibt es einen schwarzen Bildschirm und ihr könnt Minecraft nicht spielen, da sich das zusammen miteinander nicht gut verträgt. So. Wenn ihr bei Optifine den Haken habt, dann klickt ihr auf Patch. Das mache ich jetzt nicht, weil ich hab's ja schon drinnen. Und während er patcht, er fügt eigentlich nur die Optifine-Dateien in die Minecraft-Char ein. Und dann, wenn er die Dateien eingefügt hat, dann wird auch noch der Meta-Inf-Ordner gelöscht. Das heißt, ihr habt ein bisschen weniger Arbeit, auch im Nachhinein. Und ihr müsst euch bei Optifine um nichts kümmern. Ich habe das jetzt, theoretisch müsste man die anderen Mods damit auch direkt installieren können, doch das habe ich jetzt einfach nicht gemacht. Aus dem Grund, dass ich nicht weiß, ob es funktioniert und ich wollte mein Minecraft nicht 10.000 Mal ummodeln. So, nachdem ihr euer Minecraft gepatcht habt auf Optifine, könnt ihr erstmal die Shader installieren. Dazu, also ihr habt zwei Möglichkeiten, ihr entpackt die Shader, was ich ganz gerne mache, und geht dann in den Ordner und geht auf die Instexe, oder ihr macht das direkt in der ZIP. Aber ich würde euch empfehlen, direkt den Ordner zu entpacken. So, wenn ihr auf die Inst geht, dann steht hier wieder, ja, möchte sie und so weiter. Und dann steht hier Shaders bei Dex Nitro 216 Modified for 142. Na, dann geht ihr auf Install Mods. Das mache ich jetzt aus folgendem Grund nicht, weil ich es wieder habe. Dann lädt er hier erstmal, dann macht er Unpacking Char und fügt die Dateien an, macht Repacking Char und macht Installation Complete. Und wenn dann dieses Insta-Mods wieder anklickbar ist, dann ist die Installation fertig. Wichtig ist, wenn ihr diese Installation macht, dass ihr eure Minecraft.char nicht in irgendeiner anderen Weise geöffnet habt, zum Beispiel in 7-Zip, weil ihr jetzt, keine Ahnung, in 7-Zip offen habt. So. Wenn ihr diese installiert habt und das dann Installation Complete, dann könnt ihr einfach schließen. Dann ist es fertig. Sondern der nächste Schritt ist, mit Windows R einfach in das AppData Minecraft Verzeichnis, das gebt ihr folgendermaßen ein, Prozent, AppData, Prozent, dann den Schrägstrich mit Großschreib 7, Punkt Minecraft und dann wieder den Schrägstrich. Wichtig ist, also wie kommt ihr so schnell an dieses Ausführen? Ihr drückt einfach die Windows-Taste, die zwischen der Steuerung, der linken Steuerung und der Alt-Taste ist, und drückt dann auf R. Dann kommt dieses Ausführen-Fenster und dann klickt ihr einfach auf OK oder Enter. Ich habe den Ordner ja schon hier. Und dann seid ihr im Update Roaming Minecraft-Verzeichnis. Stimmt's? Yep. Und dann geht ihr einfach unter Bin. Und in Bin geht ihr dann auf eure Minecraft-Char mit Rechtsklick, 7-Zip und dann öffnen. So, ich müsste die schon offen haben. Minecraft-Char, richtig. So, dann, ja, Minecraft-Char ist da. Die Shaders sind installiert, da müsste dann dieser Shaders-Ordner sein. Und wie ihr seht, der Meta-Inf-Ordner ist nicht da, aber das ist bei mir sowieso so, weil ich ja den Meta-Inf-Ordner schon nicht mehr drin habe wegen Optifine und alles und weil ich es da eh schon gemacht habe. So, wichtig ist jetzt, ihr geht jetzt am besten und so weiter. Einfach dann die. So, kurz den Sprachklaus entfernen. Ihr öffnet die RAR-Datei. Oder entpackt sie mit 7-Zip. Und ja, wenn ihr sie entpackt habt, geht ihr mit einem Doppelklick darauf. Auf Shaders. Dann auf Mods. Dann wieder auf Shaders. Auf Contents. Auf Files. Auf Shaders. Und diese ganzen Dateien, diese ganzen hier, müssen in den Ordner Shaders von dieser Minecraft-Char. Die müsst ihr dann einfach reinziehen, dann kommt diese Bestätigungsmeldung und dann einfach Ja klicken. Wenn ihr das jetzt schon gemacht habt, dann hat sich das eh erledigt. Dann einfach Ja klicken
Und dann geht ihr hier wieder zurück. So. Und ihr geht auf euren Grundordner wieder zurück. Und dieses Add-on for Zeus öffnet ihr jetzt mit, entweder ihr extrahiert es wieder, das ist wieder dieses zweimal, oder ihr öffnet es in Savance, was ich jetzt auch mal machen werde. So. Und dann nehmt ihr diese ganzen Dateien und zieht sie wieder in die Minecraft.jar. Kommt wieder diese, soll es wirklich ins Archiv kopiert werden? Ich mache wieder abbrechen. Ihr macht bitte auf Ja. Dann werden diese ganzen Dateien eingefügt. So. Es müsste eigentlich schon alles gewesen sein, also Optifine rein, Shaders installiert, Zeus rein und die Add-ons rein. Und dann müsste euer Minecraft nämlich ungefähr so ausschauen. Oder vergleichbar oder je nach Welt einfach, ja egal. Dann habt ihr nämlich so ein Wasser, die Schatten sieht man vor allem, hier hinten sieht man Schatten. Und eure eigene Person sieht man im Schatten. Das ist bloß ein etwas ungünstiges Bild. Das sieht man mich jetzt nicht im Schatten. Aber ich hoffe, ich konnte euch jetzt so weiterhelfen und ihr kriegt es alle hin. Bei Fragen und Problemen einfach in die Kommentare schreiben. Und sonst, damit verabschiede ich mich und sag haut rein und viel Spaß mit der neuen Minecraft-Grafik. Und damit tschüss. Das ist die Aura.